So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2. Ich habe mir hier mal ein bisschen Unterstützung organisiert. Und dann schauen wir mal, wo es uns jetzt hinführt. Auf geht's. Okay. Es ging in den Abgrund. Sorry, Monster Matt. Das war so nicht geplant. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Ich hasse Speer. Okay, das sieht gerade nicht gut aus. Der Depp mit der Bombe geht mir richtig auf die Eier. Das Schlimme ist, bei jedem Tod verliere ich ein wenig dauerhafte Lebensenergie. Das ist ärgerlich. Egal. Die andere Sache ist, habe ich überhaupt Pfeile? Offenbar nicht. Das ist, ja, wie sagt man, ungünstig. Kann man blöderweise auch nicht da runterlocken. Ausrüstung dabei. Zu massakrieren. Wurfmesser. Gut. Da habe ich nicht viel. Die könnte ich nutzen. Versuche mal das mal. Du Nervensäge. Das
So, jetzt warte ich erstmal drauf, ob sich hier jemand finden lässt. Ja, so wird das wohl nichts. Das dauert mir jetzt zu lange. Deswegen versuche ich es mal auf eigene Faust. Vielleicht klappt es. Der Knilsch, da hat teilweise ganz schön in sich. Wenn man nicht mehr weiß, wie. Ja, ich glaube, das wird nicht. Definitiv nicht, nein. Und der taucht auch leider nur einmal auf. An dieser Stelle. Ja, was soll's. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich meine Seelen wieder zurückbekomme. Schande. Bye bye Seelen. Na, was soll's, waren ja nur 2000. Here, let me to see light, however faint it might be. So, jetzt kann ich zweimal draußen. Besorge ich mir ein paar Pfeile. Stand back. The name's Lenigrast. And you are? Another useless traveler. Nutzlos, ich hab dir deinen verdammten Schlüssel wiedergebracht. What to labor with his feet planted firmly in the earth? Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Yeah.
I'll be around if... So, dann wollen wir mal. Die Pfeile muss man ja erstmal auslassen. Headshot. Reichweite ist einfach nur absurd. Verdammte unsichtbare Wände. Zu gierig. Du wieder. Soweit ich mich erinnern kann, wart ihr vorhin noch nicht da. Ich geb's auf.
komme später wieder. Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh, yes. You be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the lid for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one. Alles klar, dann gehen wir mal rein. Too much. Also ich muss ehrlich gestehen, mit der Erweiterung ist das eine ganze Ecke härter als vorher. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Thank you.
Wie schade, offenbar komme ich so nicht mehr rein. Mir ja mal ein paar nützliche Gegenstände wünschen. Worauf schlägst du da ein? Leichte Armbrust. Flatterseide. Das Einzige, was dich verraten hat, war dein Schatten. So, so muss man nur einen killen. Infanterie, der könnte eventuell ganz nützlich sein. Ja, wunderbar. Tolle Aussicht. Soweit, so gut. Die Frage bleibt immer noch, was zur Hölle machen die zwei da? Jetzt jedenfalls nichts mehr. Große Seele eines verlorenen Untoten. And up we go. Drin liegen immerhin noch irgendwo meine gesammelten Seelen rum, die ich verloren habe.
Ach so, einer noch. Das war's. Aromaschlick. Keinen Schimmer, wofür das gut war. Seelen wieder. Und weiter geht's. Beziehungsweise erstmal zurück. Faszinierend. Gute Arbeit, ja, danke schön. Well, I see you managed to escape. Wenn man das entkommen nennen kann. I didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh, but you should take this. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. So, hier muss man vorsichtig sein. Deswegen gehe ich da jetzt gerade noch nicht rein. Erstmal weiter. So, Überblick verschaffen. Einzeln anlocken. Und umbringen. Geht das. Ich glaube, da kann man nicht. Nee. Geht nicht. Wo kommst du her? So. Der wäre auch erledigt. Da oben ist noch was, aber hier muss man aufpassen. Mann, bin ich hässlich. Vier Stück. Meine Güte, das war doch sonst nur einer. Lecco mio. Hurra, ich wollte den Gegenstand.
Hellebarde. Ja, Hellebarden gibt's nicht so viele. Dann mal auf in den Nebel. Der steht auf. Großer Lederschild. Na dann. Wie gut der ist. Großer Lederschild. Der sieht wesentlich besser aus als das, was ich habe. So, und hier schließt sich der Kreis hier. Von hier aus kann man wieder in den Raum mit dem Leuchtfeuer. Und darunter. Geht's zum ersten Boss. Also leider habe ich euch heute noch nicht den ersten Boss liefern können aufgrund einiger Unstimmigkeiten in meinem Gameplay. Deswegen werden wir das gleich zum Anfang des nächsten Parts aufnehmen. Bis zum nächsten Mal.